So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass doch recht viele von Ihnen den Weg hier ins NS-Doku-Zentrum geschafft haben. Zu unserer letzten Veranstaltung im Begleitprogramm zur derzeitigen Wechselausstellung Rechtsterrorismus 1945 bis heute. Heute eben mit dem Thema institutioneller Rassismus. Wo stehen wir? Mein Name ist Ulla-Britta Vollhardt, ich bin Kuratorin hier im Haus und habe die Rechtsterrorismus-Ausstellung betreut. Die wurde nicht bei uns im Haus kuratiert, sondern vom Memorium Nürnberger Prozesse. Und sie wird noch bis zum Sonntag gezeigt, wer sie noch nicht gesehen haben sollte. Ja, kommenden November ist es 13 Jahre her, dass mit der Selbstenttarnung der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund deutlich wurde, dass die bis dato unaufgeklärte Serie an Morden von 9 als migrantisch gelesenen Menschen in den Jahren 2000 bis 2006 rassistisch und rechtsextremistisch motiviert war. Polizei und Medien waren bis dahin von einer Verbrechensserie innerhalb der migrantischen Communities ausgegangen und sahen Schuld und Verantwortung für die Morde bei den Opfern, ihren Angehörigen, ihrem Umfeld. Struktureller Rassismus in den Behörden verhinderte die schnelle und zielorientierte Aufklärung der Morde und führte zu traumatischen Erfahrungen auf Seiten der vom Terror Betroffenen. Die fehlgeleitete Beurteilung der Mordtaten des NSU ist das bislang wohl krasseste Beispiel von institutionellem oder auch strukturellem Rassismus in unserer Gesellschaft, stellt aber auch nur die Spitze des Eisberges dar. Immerhin führte das Versagen der Behörden dazu, dass das Thema gesellschaftlich relevant oder relevanter wurde und struktureller Rassismus als Problematik anerkannt und ernsthaft oder ernsthafter diskutiert wurde. Was ist seitdem geschehen, um rassistisch begründete Vorverurteilungen zu verhindern? Was und wie hat man innerhalb der Behörden und in den Medien aus der Vergangenheit gelernt? Hat man überhaupt gelernt? Was macht institutioneller Rassismus mit den davon Betroffenen? Und wo stehen wir heute? Auch angesichts der Tatsache, dass aktuell deutschlandweit mindestens 400 Polizeibeamtinnen unter Rechtsextremismus Verdacht stehen, Dunkelziffer ist sehr viel höher, erscheinen diese Fragen zentral für den Zustand unserer Demokratie. Wenn man glaubwürdig als Staat zum Kampf gegen Rechtsextremismus aufruft, dann muss man aus Gründen der Glaubwürdigkeit zunächst in seinen eigenen Strukturen aufräumen, so der frühere Opferanwalt Mehmet Daimergüler 2020 vor Polizisten anlässlich der 14. Berliner Sicherheitsgespräche. Wir müssen, so Daimergüler, über Rassismus und Extremismus und sogar über institutionellen Rassismus reden. Über institutionellen Rassismus reden, das wollen wir heute mit Seda Bajayildiz hier in der Mitte, Rechtsanwältin, Nebenklagevertreterin im Münchner NSU-Prozess, selbst Betroffene von rechtsextremer rassistischer Gewalt durch den sogenannten NSU 2.0, der mit Daten aus Computern der Polizei Hessen hantierte. Dann zu ihrer Rechten, von Ihnen aus gesehen zur Linken, Heike Kleffner, Journalistin und Autorin mit dem Themenschwerpunkt Rechtsextremismus, Herausgeber mehrerer Sammelbände zum Thema zusammen mit Matthias Meisner, etwa Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz von 2019 und von 2023 Staatsgewalt wie rechtsradikale Netzwerke, die Sicherheitsbehörden unterwandern. Sie ist zudem Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, also kennt auch diese Perspektive.
so wie ganz außen, links von Ihnen, Thies Maaßen, Autor, Moderator, Reporter unter anderem beim Bayerischen Rundfunk, die meisten werden ihn ohnehin kennen, Rechtsextremismus-Experte, er begleitete unter anderem den NSU-Prozess. Er wird die Veranstaltung moderieren. Und was ist mit dem vierten im Bunde? Der eine oder die andere hat auch Jan-Dennis Wulff noch erwartet. Er musste leider sehr, sehr kurzfristig absagen. Er hätte die Perspektive der Polizei, also eine innerbehördliche Perspektive, vertreten. Und wir bedauern es sehr, dass er heute nicht hier sein kann. Ich glaube aber, dass wir auch so eine facettenreiche und lebendige Diskussion erleben werden. Und ich weiß, dass es VertreterInnen der Münchner Polizei im Publikum gibt. Drei habe ich identifizieren können. Und ich hoffe, dass es da rege Beteiligungen auch aus dem Publikum gibt. Also sehr, sehr gerne meldet euch zu Wort. Dann wünsche ich eine interessante Veranstaltung. Alle herzlichen Dank für diese Einführung. Ich muss mich vorab ein bisschen entschuldigen, ich bin stimmlich etwas angeschlagen. Schau mal, wie die Klimaanlage sich auf meine Stimme auswirkt. Aber ich soll hier eigentlich am wenigsten reden, sondern das werden meine Mitdiskutantinnen machen. Und Sie auch gerne, wir haben jetzt mal so grob angepeilt, dass wir vielleicht eine Stunde oder sowas auf dem Podium reden werden und dann das Podium eröffnen. Andererseits, wenn es dringliche Fragen gibt, ich meine, gut, dann können Sie sich gerne auch nicht lautstark, aber dezent zu Wort melden. Und wir haben ein Saalmikro, sodass dann auch jeder verständlich rüberkommt, eine Frage oder auch ein Statement dazu hat. Ja, die beiden Diskutantinnen hier, die mit mir auf der Bühne sind, ich kenne sie schon sehr lange beide. Wir haben es gerade darüber gehabt, Seda Bajahildis, wir können es ziemlich genau klar machen, 11 Jahre kennen wir uns, mit Beginn des NSU-Prozesses, den ich 5 Jahre als Reporter begleitet habe, für den ARD-Reporter-Pool, und Seda Bajahildis als Nebenklagevertreterin der Familie des ersten, man muss ja immer sagen mutmaßlich ersten, NSU-Mordopfers Enver Şimşek, der in Nürnberg im September 2000 ermordet worden ist an seinem Blumenstand. Eine der engagiertesten Nebenklagevertreterinnen in diesem Verfahren, deswegen hatten wir auch relativ viel zu tun. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich sie zum ersten Mal auf dem Hof des Münchner Justizzentrums interviewt habe und später immer mal wieder. Meine Vorrednerin hat es schon gesagt, Seda Bajahildis ist auch wegen ihrem Engagement, wegen ihrer engagierten Art und Weise, auch diese Nebenklage zu vertreten, ins Visier geraten. Selber von einer Organisation oder Einzelperson, wir wissen es nicht so genau, die sich NSU 2.0 nannten. Es gab Morddrohungen gegen sie und ihre Familie. Es wurden Adressen von ihr geleakt, mehrfach Privatadressen. Und eins wissen wir sicher, dass zumindest der allererste Leak aus dem Frankfurter Polizei kam, aus einer Station, die nur wenige 100 Meter von ihrer Kanzlei im Frankfurter Bahnhofsviertel entfernt war. Also jemand, der sozusagen aus leider zwei Perspektiven über dieses Thema reden kann. Heike Kleffner kenne ich noch länger. Ich weiß nicht mehr, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Das dürfte so 25 Jahre her sein. Heike Kleffner ist ja immer so ein bisschen in Doppelfunktion unterwegs. Sie ist einerseits engagierte Journalistin im Bereich Rechtsextremismus seit Jahrzehnten und gleichzeitig aber auch immer auf der Seite der Opfer gewesen, indem sie wirklich aktiv auch als Opferberaterin gearbeitet hat. Wir haben es auch schon gehört, sie ist ja auch jetzt die Geschäftsführerin des bundesweiten Verbandes der Opferberatungsstellen. Sie hat außerdem als engagierte Rechercheurin mitgeholfen, dass die offiziellen Zahlen der Sicherheitsbehörden oder auch der Bundesregierung, was die Opfer rechtsextremer, rassistischer Gewalttaten angeht, nach oben korrigiert werden mussten, beziehungsweise es einfach auch eine Gegenerzählung zu den offiziellen Zahlen gibt. Im Verbund mit anderen Journalisten, insbesondere aus der Zeit und dem Tagesspiegel, hat sie wirklich in mühevoller Kleinarbeit
Lokalzeitungen durchgearbeitet, hat nachgefragt, hat bei Ermittlungsbehörden nachgefragt. Das Jüngste war erst jetzt, was spielte auch in Bayern, ein Mordanschlag in den 80er Jahren auf ein Haus in Kempten, wo dank ihrer Recherche herausgekommen ist, dass es tatsächlich ein Bekennerschreiben sogar gab, ein rechtsextremes, was aber in die Ermittlungen ebenfalls nicht eingeflossen ist. Also auch Sie, jemand, die schon wirklich sehr lange in diesem Thema drin ist. Zwei absolute Fachfrauen. Wir haben es gehört, der dritte im Bunde ist leider nicht gekommen. Wir haben im Vorfeld der Veranstaltung jetzt auch kurzfristig mehrfach versucht, aus den Sicherheitsbehörden, aus der Justiz, aus der Polizei, Staatsanwaltschaften jemanden zu bekommen, der mit uns darüber reden will. Es gibt durchaus Leute, muss man sagen, die gutwillig sind und die mit uns darüber reden wollten. Diejenigen, die mit uns darüber reden wollten, durften aber dann nicht. Und andere, die sozusagen von sich aus selber darüber reden wollten, sie hätten reden dürfen, aber sie wollten dann nicht. Das ist natürlich durchaus bezeichnend, dass wir niemanden gefunden haben. Eine Behördensprecherin hat zu mir gesagt, sie will das auch nicht machen, allein schon wegen dem Einladungstext, in dem quasi eine unbewiesene Tatsachenbehauptung aufgestellt wird. Es geht konkret um den Satz: Struktureller Rassismus in den Behörden verhinderte die schnelle und zielorientierte Aufklärung der NSU-Morde und führte zu traumatischen Erfahrungen auf Seiten der von Terror Betroffenen. Also es wurde sozusagen von dieser Person bezweifelt, dass es so etwas gibt, einen strukturellen Rassismus, das sei ja sozusagen unbewiesen. Offenbar wird in Behörden, jedenfalls in Teilen davon, immer noch negiert, dass es sowas wie strukturellen, institutionellen Rassismus überhaupt gibt. Und angesichts dessen dachte ich mir, sollten wir vielleicht mal eine Definition machen, also mal drüber reden, von was reden wir denn eigentlich? Weil ich kann mich erinnern, ich hatte vor 10 Jahren oder sowas auch eine Veranstaltung, wo ich auf dem Podium als Gast war und da habe ich auch dieses Wort in den Mund genommen. Und dann ist ein Vertreter der Polizeigewerkschaft aufgestanden und ist mich wüst angegangen, so nach dem Motto, ich würde ja, wenn ich dieses Wort in den Mund nehme, jedem Polizeibeamten unterstellen, dass sie Rassisten sind. Und ich war mir nicht so ganz sicher, versteht er mich jetzt absichtlich falsch? Oder, also, weil wir dachten, nein, darum geht es eben nicht. Es geht nicht darum, jedem einzelnen Polizisten Rassismus zu unterstellen. Wie gesagt, jetzt habe ich erst mal genug geredet. Die Frage würde ich erst mal an Sie stellen, Heike Kläffner. Wovon reden wir hier eigentlich, wenn wir von institutionellem, strukturellem Rassismus reden? Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, nur in Deutschland nicht. Ich würde an dieser Stelle, ich habe es mir jetzt extra ausgedruckt mitgebracht, auf die Definition verweisen, die seit Ende der 1990er Jahre eigentlich international anerkannt ist. Und zwar ist es eine Definition, die von der sogenannten McPherson-Kommission erarbeitet wurde. Die ist eingesetzt worden nach dem Mord an einem schwarzen Teenager durch eine Gruppe von 5 weißen jungen Männern. Der Mord war in London, der Mord war eindeutig rassistisch motiviert. Und die Ermittlungen durch die Londoner Polizei wurden über Jahre verschleppt, und zwar auf so eine massiv institutionell rassistische Art und Weise, dass dann eben eine Untersuchungskommission eingesetzt wurde. Der Vorsitzende McPherson ist sozusagen der Namensgeber für diese Kommission. Und die Kommission hat eine Definition erarbeitet, die wörtlich übersetzt bedeutet, institutioneller Rassismus wird wie folgt definiert: als kollektives Versagen einer Behörde bzw. Organisation, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer kulturellen oder ethnischen Herkunft adäquate und professionelle Dienstleistungen und Service zur Verfügung zu stellen. Institutioneller Rassismus kann in behördlichen Abläufen, Einstellungen und Verhaltensweisen aufgezeigt bzw. entdeckt werden, die durch unwissentliche Vorurteile, Ignoranz und Gedankenlosigkeit sowie durch Diskriminierung
entstehen und Diskriminierung erzeugen und dadurch Angehörige von ethnischen Minderheiten bzw. bestimmten Gruppen benachteiligen. Es ist jetzt eine sehr komplexe Definition, heißt aber im Klartext, es gibt Benachteiligungen von bestimmten, vor allen Dingen vulnerablen, gesellschaftlich benachteiligten Gruppen, wenn einzelne Personen aus diesen Gruppen die gleichen Dienstleistungen, Services von staatlichen Institutionen wollen, wie alle anderen auch, und ihnen diese Dienstleistungen verweigert werden, allein aufgrund der Zugehörigkeit zu oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Und was anders ist in Großbritannien, aber auch in anderen angelsächsischen Ländern, ist eben, dass Polizei als ein Service verstanden wird. Das wollte ich gerade fragen. Was heißt denn Dienstleistung? Das heißt auch polizeiliche Ermittlung. Das heißt auch polizeiliche Ermittlung. Und das Interessante ist, dass diese Definition erst vor 2 Jahren nochmal reaktualisiert worden ist. Ja? Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ob ihr euch erinnert, vor 2 Jahren gab es neue Untersuchungskommission, die sich auch auf die Arbeit der London Police bezog. Und zwar, weil es eine Serie von misogynen Morden gegeben hatte an Frauen in London, und ein Teil dieser Täter kamen aus den Reihen der Polizei. Es waren Polizisten, die an den Morden beteiligt waren. Und daraufhin gab es eine neue Kommission, die Kommission von Lady Casey, eine wirklich sehr konservative Oberhausabgeordnete, die diese Untersuchung geleitet hat. Und der Titel dieser oder die Schlussfolgerung von Lady Casey und ihrer Kommission war, dass die Metropolitan Police strukturell rassistisch, misogyn und queerfeindlich ist. Ja? Ohne ein Wort daran zu verdrehen. Also da gab es an dieser Feststellung gab's gar nichts zu rütteln. Und auch sie hat sich explizit auf die Definition von McPherson bezogen. Und jetzt ist natürlich nicht alles besser, nur weil es eine Definition gibt. Aber eine Definition bedeutet, dass diejenigen, die von institutionellem Rassismus betroffen sind, sich darauf berufen können, dass die Beschwerdemechanismen anders sind und auch, dass Behörden an Maßnahmen, konkrete Maßnahmen ergreifen können und müssen. Also so wie beispielsweise die Reformvorschläge, die dann in Großbritannien unter anderem durch McPherson und durch Lady Casey eben angeregt worden sind. Seda Başayıldız, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, kurz nach dem Ende des NSU-Prozesses, da habe ich Sie besucht in Frankfurt in der Kanzlei, und da haben wir ein längeres Interview auch über Ihren ganzen Werdegang und so weiter geführt, und da haben Sie gesagt, ja, so persönlich haben Sie eigentlich Rassismus nicht erfahren in Ihrer Jugend, Ihrer Kindheit, wenn ich mich recht erinnere, korrigieren Sie mich, wenn ich mich da falsch erinnere, und dass es eigentlich erst im Zuge Ihrer Tätigkeit als Nebenklagevertreterin im NSU, als Vertreterin der Familie Šimšek so richtig offenbar geworden ist. War das der Punkt, wo da bei Ihnen sich auch, ja, wo Sie das zum ersten Mal wirklich auf, ja, auf dem Tablett serviert bekommen haben? Ganz so stimmt es nicht. Also ich bin eine große Verdrängungskünstlerin. Ich habe vieles verdrängt, also muss man sich jetzt, ich muss ein bisschen ausholen. Ende der 80er, also meine Eltern sind die erste Generation Gastarbeiter. Und von 1000 Schülern auf einem Gymnasium in Mittelhessen gab es irgendwie 3 mit Migrationshintergrund. So. Und wir waren unglaublich arm, und aus dieser Armut rauszukommen, musste ich halt unbedingt dieses Abitur schaffen. Da war so ein Leistungsdruck. Und wir bekamen jedes Jahr einen Brief vom Schulamt in Hessen, ob meine Eltern wieder in die Türkei zurückkehren wollen. Weil wenn ja, dann bräuchte ich ja das Abitur nicht als Zugang für die Universität, und dann sollte ich im Prinzip den Platz freimachen für jemand anderes. Also ich war schon immer damit konfrontiert, aber ich habe das verdrängt,
Weil wenn sie weiterkommen wollen im Leben, dann nicht damit, und das habe ich halt sehr recht früh gelernt, indem sie Institutionen angreifen, indem sie kritisieren, indem sie laut werden, vielleicht frech werden oder aufmüpfig und so weiter. Und ich wollte unbedingt da raus. So, dieser Verdrängungsmechanismus, ach, das betraf so viele Sachen, auch Sexismus oder keine Ahnung. Ich habe viel in meinem Leben überhört. Unglaublich viel. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. So. Und weil sie wollen ja nicht immer der Spaßverderber sein, wenn sie in einem geselligen Abend sind mit ihren Kollegen und dann kommt ein sexistischer oder rassistischer Spruch und so weiter. Da wollen sie nicht diejenige sein, die irgendwie sagt, nee, du, das war jetzt aber, also es war bei mir ein Prozess, der unglaublich lange gedauert hat. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich mich dem stellen musste. Und es ist halt so, ich kann mich für andere besser einsetzen, zumindest damals, als für mich selber. So, und jetzt habe ich ja in dem NSU-Prozess eine Familie vertreten, die unglaubliche Erwartungen hatte. Sie können so einen Prozess da nicht absitzen oder so, sondern sie wollen ja im Prinzip das erreichen, was diese Familie will, nämlich Aufklärung. Und wir haben halt in diesen 5 Jahren auch unglaublich um Aufklärung gekämpft. Und wissen Sie, ich wollte selber persönlich auch, wissen Sie, ich glaube schon an unseren Rechtsstaat und der funktioniert auch. Aber als ich gehört habe, als der NSU sich selbst enttarnt hat im November, da habe ich gedacht, wie ist das eigentlich in Deutschland möglich? Wie kann das sein? Ja, ich habe mir diese Frage gestellt. 3 Monate später rief mich eine Kollegin an und sagte, du Seda, die Frau Schimschek sitzt hier und würde dich kennenlernen. Ich habe ihr von dir erzählt und weißt du, wer das ist? Da meinte ich, natürlich weiß ich, wer das ist. Die Frau von Enver Schimschek und kannst du vorbeikommen? Und dann war ich da und dann diese Chemie hat auch zwischen der Familie gestimmt und ich habe dann auch wirklich viele Fragen gehabt, wo ich mir gedacht habe, wie kann es einfach sein, dieses komplette Versagen. Und dann habe ich mir die Akten angeguckt und habe gesagt, also ich meine, das kann man gar nicht in Zweifel ziehen, es sind Fakten. Also ich war mal 2015 oder 16 bei der Berliner Polizei eingeladen, eigentlich war ich nicht eingeladen, sondern mein Kollege Mehmet Daimagüler, der irgendwie kurzfristig abgesprungen ist und ich dann irgendwie eingesprungen bin und sollte was über rassistische Ermittlungen erzählen. Und ich bin in diesen Raum gegangen, da saßen 300 Beamte in Uniform und ich habe gedacht, oh, jetzt weiß ich, warum der abgesagt hat. Und dann saß ich da, also ich habe diese begeisterten Gesichter gesehen, aber wissen Sie, unabhängig von meiner Meinung, habe ich da so was vorbereitet und habe gesagt, passen Sie auf, das sind Fakten, das sind Aktenvermerke, das sind die Vermerke ihrer Kollegen, das sind deren Einschätzung, das sind deren Fragen, wie die mit diesen Menschen umgegangen sind. Also ich meine, ganz neutral jetzt, gar nicht meine Meinung, sondern hier sind die Akten und dann sind wir in jedem Mordfall sind wir diese Aktenvermerke durchgegangen. Ich meine, ich verstehe, wenn die Polizei sagt, wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Klar, natürlich, um was auszuschließen. Aber wenn man das irgendwie ein Jahrzehnt lang tut, ja, und Opfer kriminalisiert, dann muss man doch auch irgendwann auf die Idee kommen und sagen, ja, also vielleicht gibt es da einen politischen Hintergrund. So, ne? Und also die Begeisterung unter diesen 300 Polizisten war immens groß. Ich habe auch nie wieder eine Einladung gekriegt. Aber es kamen dann 3 und haben dann Fragen gestellt und haben gesagt, wissen Sie, jeder redet darüber. Und jetzt ist mir klar geworden, was Sie meinen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich 3 Leute erreicht, immerhin etwas, ne? Also es ist wirklich ein schwieriger Weg und das sind wirklich Fakten. Und ich finde halt, es soll ja jetzt irgendwie, diese Akten sollen ja irgendwie, es soll ein Archiv geben und die sollen ausgestellt werden. Jeder soll sich mal seine eigene Meinung bilden und sich das einfach mal angucken, glaube ich. Das ist so selbsterklärend. Ich bin dann gefragt worden, ich meine, das sind auch Persönlichkeitsrechte und so weiter und so fort, aber ich glaube, den Familien ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, was mit ihnen passiert ist. Ja, und das kann man anhand dieser Akten sehen. Und dass die Polizei weiß, wie man normalerweise mit Opfern umgeht, ich habe ja auch den Mord an Michael Kiesewetter, ich habe die Familie nicht vertreten, aber ich habe die Akten dazu gelesen. Das ist nur, für die es vielleicht nicht wissen, das 10. Mordopfer, genau, des NSU, die Polizistin, die in Heilbronn ermordet worden ist, das einzige Opfer ohne Migrationshintergrund. Genau. Da gab es halt in der Akte so SMS von der Mutter, sie wusste, dass ihre Tochter im Einsatz ist und hatte an dem Tag im Radio gehört, dass es zu einer Schießerei kam. Dann hat sie ihrer Tochter eine SMS geschickt, wie es Eltern halt tun, oder Mütter. Michi, ich mache mir Sorgen, ich habe im Radio gehört, da war irgendwas, melde dich doch mal kurz, Mama macht sich Sorgen um dich.
So, und Michael Kieselwetter war da schon tot. Und jetzt ist es eine unglaublich schwierige Aufgabe und ich beneide keinen Polizisten, dass der einer Mutter diese Nachricht überbringen muss, ihr einziges Kind ist getötet worden. So. Wie macht man das? Natürlich ich gehe davon aus, dass man das in der Ausbildung lernt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Polizeibeamter so eine Nachricht überbringen muss. In dem Fall, in dem konkreten Fall war es so, sie sind mit einem Seelsorger dahin und haben auch im Dorf angerufen, wo die Mutter wohnt und haben dann jemanden ausfindig gemacht, der die Familie kennt. Und also haben sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie überbringen wir diese schreckliche Nachricht. Und dann haben sie der Mutter diese Nachricht überbracht und dann haben sie gesagt, ja, natürlich müssen wir sie vernehmen. Wir müssen fragen, gab es da Probleme im Umfeld und dies und jenes, aber das machen wir. Sie müssen sich erstmal sammeln und sortieren und wir kommen in 10 Tagen vorbei oder in einer Woche und das machen wir hier in Ihrem geschützten Umfeld, also bei Ihnen zu Hause. So. Also Sie sind wirklich mit dieser Frau ganz anders umgegangen, so wie man eigentlich mit Leuten umgehen muss. Ja, und bei den anderen war es nicht so. Ich meine, es wurde die Nachricht überbracht und irgendwie eine halbe Stunde später, jetzt müssen Sie zur Polizeiwache kommen. Und jetzt müssen Sie Fragen beantworten, hat er was mit Drogen zu tun gehabt, hat er das, jenes und so weiter. Und ich meine, ich bin Strafverteidigerin. Und wenn man jetzt nach Drogen fragt, muss jetzt nicht bei jedem so sein, das weiß ich, aber dann war dieser Mensch vielleicht auch mal mit Drogen auffällig oder so. Ja? Und das war halt Herr Schimschek zum Beispiel nicht. Und dieses jahrelange Fragen, auch Bekannte, Freunde, Umfeld, wussten Sie, dass Enver Şimşek mit Drogen zu tun hatte? Und dann haben die Leute gesagt, wissen Sie, wenn die Polizei das sagt, da muss ja was dran sein. Also ich meine, die sagen das ja nicht einfach so. Ja, und ich meine, dann distanzieren sich Menschen von einem zu einem Zeitpunkt, wo man es eigentlich am wenigsten gebrauchen kann. Oder wenn man in der Sendung XY, was Millionen von Menschen sehen, irgendwie dann so eine Szene nachstellt und sagt, ja, es muss irgendwas mit dem Drogenmilieu zu tun haben oder im familiären Umfeld, ein Ehrenmord oder so. Also solche Sachen. Was man ja sagt, bei Türken ist das normal. Jetzt habe ich auch mal Polizisten gefragt und da kommt immer die Antwort, ja, wir haben halt unsere Erfahrungswerte. Verstehe ich ja auch. Man hat seine Erfahrungswerte, aber wenn man doch nicht weiterkommt, dann muss man doch irgendwie seine Erfahrungswerte auch mal hinterfragen. Und jetzt, ich habe jetzt aktuell zum Beispiel einen Fall, einen Monat nach dem Mord von Enver Şimşek ist in Hessen ein 47 Jahre alter Mann, türkischem Hintergrund, mit seiner Tochter im Auto erschossen worden. Das ist 23,5 Jahre her. Die Familie ist an mich herangetreten und hat gesagt, ja, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Mein Vater ist umgebracht worden, sagt der Sohn. Meine Schwester war 23. Jetzt guckt man sich diese Akte an. Ja, es muss irgendwas im Familie-Ehrenmord, organisierte Kriminalität und bla bla bla. Ich habe mal der Staatsanwaltschaft geschrieben, wie sieht es eigentlich aus? Könnte das vielleicht ein politisch motivierter Mord sein? Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Habe ich freundlich zurückgeschrieben, gab es bei NSU auch nicht. Ja, also gab es ja nicht. Also ich meine, irgendwann sind 23,5 Jahre her. Also irgendwann muss man doch mal sagen, gut, ich meine, wir sind anscheinend in 23 Jahren mit diesem Hintergrund nicht vorangekommen oder mit diesen Beschuldigungen, sage ich mal. Dann versuchen wir es mal. Und jetzt, ich habe den GBA davon überzeugen können, dass die jetzt gesagt haben, wir geben das jetzt ans BKA und lassen das jetzt nochmal komplett überprüfen, ob es einen politischen Hintergrund hat. Wenn es das nicht hat, ist auch in Ordnung. Nur, ich meine, wenn wir jetzt dazu kommen, was haben wir eigentlich daraus gelernt? Relativ wenig. Ja, also ich meine, im Fall des NSU, da könnten wir hier ein paar Stunden, glaube ich, darüber reden, wie die rassistischen oder ja, der institutionelle Rassismus bei den Ermittlungen abgelaufen ist. Mir ist immer am eindrücklichsten in Erinnerung, es gab immer ein Foto einer blonden Frau, die, glaube ich, fast allen Witwen vorgelegt worden ist und überhaupt worden ist, das war übrigens die Geliebte. Und jetzt sagen Sie mal was dazu. Also das ist schon... Ja, und wir reden ja darüber, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Und die gilt ja auch, wenn jemand gestorben ist. Also ich meine, die Würde dieser Menschen wurde mit Füßen getreten. Mhm. Und am Ende hat sich kein Mensch dafür entschuldigt und hat gesagt, es tut uns wirklich leid. Und das wäre mal das Mindeste gewesen. Haben Sie denn gerne auch, wenn Sie direkt was dazu sagen wollen? Ja, also
weil Sada Bashayedis, weil Sie das gerade gesagt haben, diese Abwehrhaltung gegenüber der Bezeichnung institutioneller Rassismus, als Sie den Polizeibeamten das anhand von den Fallbeispielen und den Akten aus dem NSU-Verfahren gezeigt haben. Ja, man kann es nachlesen im Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses. Gibt es so drei Beispiele, die das auch nochmal sehr eindrücklich beschreiben. Vielleicht erinnern Sie sich, dass beim Nagelbombenanschlag auf die Kreuzstraße über fast ein Jahrzehnt der Friseur, vor dessen Laden die Nagelbombe gezündet worden war, unter Tatverdacht stand. Und die Polizei hat auch 2 Jahre lang quasi wirklich alles in seinem privaten Umfeld durchleuchtet, hat sich ans Finanzamt gewandt und hat dann so einen Abschlussbericht geschrieben, der wirklich bezeichnend war, weil da stand einfach nur drin, ja, der Friseur ist bei seinen Kunden, bei seinen Angestellten beliebt und gilt als total netter Mensch, aber typisch für seine Herkunft würde er ja seine Angestellten in bar bezahlen, ja? Also nach orientalischen Geschäftsgebaren. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie die Akten, sagen wir mal, in dem Ermittlungsverfahren gegen Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung aussahen. Da steht nicht typisch für seine, sagen wir mal, bayerische Herkunft oder seine Tätigkeit als Fußballmanager. Ja? Also das ist ja das, was institutionellen Rassismus ausmacht. Das ist eine Geschäftspraktik, die wahrscheinlich hunderte von anderen Friseuren zu dem Zeitpunkt auch hatten, auf eine Herkunft reduziert wird, ja, oder mit einer Herkunft verknüpft wird, was jetzt eben bei bayerischen Managern, die Millionen hinterziehen, offensichtlich nicht der Fall ist. Und es gibt noch ein anderes Beispiel und das finde ich halt auch so bezeichnend, weil es auch auf die Vorurteile, also wo sozusagen zwei Institutionen mit den jeweils vorhandenen institutionellen rassistischen Vorannahmen gearbeitet haben. Nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel, der ja nochmal eine Besonderheit hat, ja, also eben dieser Verfassungsschutzbeamte des hessischen Verfassungsschutzes, der halt am Tatort war, sich aber danach nicht offenbart hat gegenüber den Polizisten der Mordkommission. Als dieser Verdacht rausgekommen ist, also als dann, ich würde ja denken, dass die Polizeibeamten in Dortmund die Nerven verloren haben, als sie die Ermittlungen gesehen haben und gesehen haben, dass es da noch ein Verfassungsschützer am Tatort in Kassel gab, ja, wie dem auch sei, plötzlich meldet sich das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen bei der Mordkommission in Kassel, bei den Kollegen von der Polizei, und sagt, ja, sie hätten da so eine Quelle und die Quelle würde eine Moschee besuchen in Kassel und hätte berichtet, dass der Vater von Halit Yozgat in der Moschee mit anderen Moscheebesuchern über Blutrache an Andreas Temme, dem Verfassungsschützer, gesprochen hätte. Ja? Diese Meldung, ja, wird von der Polizei, von der Mordkommission genommen und zur Gefahrenabwehr für Andreas Temme werden dann die Abhörmaßnahmen gegen die Familie des Mordopfers verlängert. Mit eben dem Hintergrund, dass sie ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die Quelle dieses Verfassungsschutzes die Wahrheit erzählen würde, stellt sich im Untersuchungsausschuss raus, der Vater von Halit Yozgat hat diese Moschee nie betreten. Ja? Wir haben zwei Institutionen, der Verfassungsschutz, der entweder eine lügende Quelle hat oder gar keine hatte und einfach alles Mögliche fabriziert hat, um Andreas Temme zu schützen vor den Ermittlungen, und aber eben auch, dass die Mordkommission, die alleine aufgrund der Herkunft von der Familie Yozgat selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass da schon was dran sein mag. Ja.
Mich würde noch mal interessieren, also wir, Sie haben es ja vorhin geschildert, wie in England auch ein einzelner Mord sozusagen dazu geführt hat, dass tatsächlich eine Institution wie die Polizei und darüber hinausgehend dann eben sich diesem Problem gestellt hat. Wir hatten ja nach der Selbstenttarnung des NSU, nach dem Doppelselbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 4.11.2011 in Eisenach und danach, als quasi dieser ganze Skandal, dieser ganze Komplex hochgeploppt ist, auch so ein Moment, wo wahnsinnig viel in Frage gestellt wurde. Also es gab ja auch einige Rücktritte bei Verfassungsschutzämtern, es gab tatsächlich große Diskussionen, öffentlicher Aufschrei. Ist denn von diesem Momentum, das damals da war, wo man gesagt hat, okay, da könnte sich jetzt was ändern, da könnte ein Umdenken passieren, ist da was übrig geblieben? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich gar nichts geändert hat. Ich glaube, zivilgesellschaftlich hat sich wahnsinnig viel geändert, aber es reicht nicht, dass Politiker irgendwie fordern, es muss sich was ändern oder das kritisieren oder so. Am Ende hat man es ja mit dem Polizeibeamten zu tun, der gerade in dem Fall, in dem speziellen Fall ermittelt. So, jetzt haben wir ja die Beamten alle gehört, die in den jeweiligen Bundesländern, also in dem NSU-Prozess, die in den jeweiligen Bundesländern diese Ermittlungen geleitet haben oder geführt haben. Und ich meine, klar haben wir dann auch die Frage gestellt, ja, aber wieso sind Sie denn oder welche Anhaltspunkte hatten Sie denn, dass Enver Şimşek mit Drogen gehandelt hat? Und ja, und wieso? Warum sind sie nicht auf eine politisch motivierte Tat gekommen und so weiter. Wir hatten keine Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat. Aber welche Anhaltspunkte hatten Sie denn, dass er irgendwie Drogen verkauft hat? Also am Ende des Tages war es so, es war einfach keine Einsicht da. So, damit sich etwas ändert, müssen ja diejenigen, die das im Prinzip verzapft haben, wenn ich das mal so sagen darf, selber sich eingestehen, dass sie Fehler gemacht haben. Und das war unisono nicht der Fall. Also es gab auch keine Entschuldigung im NSU-Prozess. Es gab einfach, vielleicht ist auch eine Entschuldigung einfach zu viel verlangt für diese Institution. Es hätte gereicht, dass man sagt, wir haben Fehler gemacht oder ja, wenn Sie das jetzt so sagen, ja, wir hätten da vielleicht daran denken können und so weiter und so fort. Aber selbst das kam ja nicht so. Und dann wurden ja diese Fragen auch gleich abgeblockt vom Senat, vom Staatsschutzsenat, weil hier sitzt ja nicht der Staat auf der Anklagebank, sondern hier geht es um die Tat- und Schuldfrage der Angeklagten. Also es war wirklich schwierig. Es hätte gereicht, wenn man einfach mal eine Einsicht von diesen Beamten hätte. Passen Sie mal auf, das ist wirklich, das darf uns nie wieder passieren oder so. Und das kam halt nicht. Und da frage ich Sie jetzt, was soll sich da ändern? Da kann ja ein Politiker viel versprechen. Oder ein Innenminister oder so, sondern es muss ja dann in den Strukturen aufgearbeitet werden und das findet ja nicht statt. Also ich meine, diese Einladung von mir, das war von meinem Kollegen, nicht von mir, 2015 und ich meine, das sind Originalaktenvermerke. Also wenn man das aufarbeiten will, da braucht man noch nicht mal mich, wenn man vielleicht sagt, oh, die hat das jetzt selektiv alles irgendwie aus diesen Akten kopiert oder so, dann muss man das halt in der Polizeiausbildung machen. Ja? Also letztendlich ist es ja so, ist ja gar kein Vorwurf, sondern wir wollen ja, dass unser Staat, unsere Polizei funktioniert. So. Wenn man seinen Eid auf die Verfassung ernst nimmt, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, die geht für jeden. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ich meine, ich habe auch einen Eid auf die Verfassung geschworen. Und was denkt sich ein Polizeibeamter? Also dass das Grundgesetz nur für bestimmte Menschen gilt oder dass das andere oder wenn ich jetzt diskutiere, Racial Profiling, es gibt keinen strukturellen Rassismus, es gibt kein Racial Profiling und. Aber ich meine, reden Sie mal mit Menschen, die davon betroffen sind. Einfach mal einen Perspektivwechsel. Ja? Hören Sie sich das einfach mal von dessen Perspektive an. Und ich bin ja 2 Jahre lang von einem Polizeibeamten aus Sicherheitsgründen begleitet worden auf Veranstaltungen, da erzähle ich vielleicht mal. Und zwar, also der Herr Müller, ich darf sagen, ist ein sehr konservativer Polizist und der hat auf einer Veranstaltung, wo ich mit dem Sohn von Enver Şimşek war, auf einer Podiumsdiskussion, da hat er erzählt, was das mit ihm gemacht hat, als er 13 war und was das für Auswirkungen hatte auf die Familie, wie traumatisiert er war, wie er da behandelt wurde von den Ermittlungsbehörden. Und dann ist der Herr Müller nach dieser Veranstaltung zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Böscher-Yildiz, fragen Sie doch mal bitte den Herrn Şimşek, ob er mit mir sprechen würde, aber sagen Sie ihm, dass ich ein Polizeibeamter bin. Und dann habe ich das gemacht und
Der Herr Schimschek war einverstanden und dann ist der Herr Müller zu ihm hingegangen und hat gesagt, passen Sie auf, ich komme vom LKA Hessen, ich bin Polizist und das schon eine gewisse Zeit. Ich habe mir das jetzt hier angehört und wahrscheinlich wäre ich freiwillig nie auf so eine Veranstaltung gekommen. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen dafür, dass was mit Ihnen und Ihrer Familie passiert ist. Ich habe mich richtig geschämt dafür. Und es tut mir auch leid. Und dann habe ich gesagt, Herr Müller, Sie haben damit gar nichts zu tun, weil Sie haben ja nicht ermittelt und Sie haben ja mit den Ermittlungen nichts zu tun. Und dann hat er gesagt, aber ich möchte es machen. Ja, und ich glaube, so ein Perspektivwechsel, so schwer das ist, man muss sich dem einfach stellen. Ich muss mich in meinem Leben auch vielen Sachen stellen, die mir nicht gefallen. Ja? Und ich glaube, diese Institutionen müssen sich das halt auch anhören. Und dann muss man vielleicht doch Leute einladen, die halt schwarz sind und die dann erzählen aus ihren Erfahrungen, wie das ist, wenn man dauernd in der Bahn oder im Zug kontrolliert wird. Ich glaube, das täte gut. So, ich habe aber auch kein Patentrezept, wie man so ein Problem lösen kann. Aber die Ursprungsfrage war ja, hat sich etwas geändert? Relativ wenig, würde ich jetzt sagen. Aber in der Zivilgesellschaft hat sich schon einiges geändert. Also ich finde, die Solidarität ist groß. Es gibt ganz viele Menschen, die sich solidarisch zeigen, die schreiben, die auf Demos kommen, Familien unterstützen, auch gerade in Hanau, die sich vielleicht über Strukturen in den Behörden nicht so viele Gedanken gemacht haben, aber jetzt viel mehr machen, die das Handeln des Verfassungsschutzes hinterfragen, also Aktenschreddern-Thema, wie kann das sein und alles nur Zufall und so weiter. Also ich glaube schon, dass in der Zivilgesellschaft sich einiges geändert hat, was aber auch damit zu tun hat, dass es auch eine öffentliche Berichterstattung gab. Ja, also es gab eine breite Berichterstattung, es sind ja Journalisten in den Verfahren gewesen, im Prozess, die darüber berichtet haben. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, der öffentliche Druck, hätte sich gar nichts geändert. Und jetzt gebe ich noch mal ein kleines Beispiel, weil der Herr Yozgat hier gefallen ist. Ismail Yozgat, vielleicht wart ihr beide da in dem Prozess, der war an einigen Verhandlungstagen da, wo es um die Ermittlungen in seinem Fall ging, im Fall seines Sohnes so. Und der hat sich mal zu Wort gemeldet, ein ganz respektvoller Mann, sehr traumatisiert, seinen einzigen Sohn verloren, ist aufgestanden, immer höflich und hat gesagt, Herr Richter, ich will was sagen. So, und dann kam da irgendwie, nein, ich erteile Ihnen jetzt nicht das Wort und setzen Sie sich hin und nein, es wird jetzt nicht und das passt jetzt nicht. Also in einem Ton, wirklich, also ich meine, man kann jemandem, der nie sonst im Gerichtssaal ist, da kann man auch anders umgehen. Man könnte sagen, Herr Yozgat, ich weiß, Sie möchten etwas sagen. Es passt aber gerade nicht. Aber ich werde Ihnen das Wort in einer Stunde erteilen oder am nächsten Prozesstag. Nein, so war es nicht. Es wurde dann, haben die Verteidiger gesagt, warum will der jetzt was sagen? Dann wurde 3 Stunden darüber diskutiert, ob der Herr Yozgat 3 Sätze sagen darf. Es ist unglaublich, wie mit diesem Mann umgegangen wurde. So, und wenn man jetzt überlegt, was im Vorfeld war. So, und dann haben einige Medienvertreter das aufgegriffen und geschrieben. Also ich meine, die sind schon in den Ermittlungen, ist mit denen schon so umgegangen, jetzt im Prozess genauso. Und dann am nächsten Prozesstag sagt der Vorsitzende Richter, erst wird die Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten festgestellt und dann heißt es, Herr Yozgat, Sie wollten doch was sagen, bitteschön. Also warum muss das sein? Ja, also der öffentliche Druck und diese Berichterstattung, das hat schon geholfen. Also es hat, aber ich habe mich wirklich gefragt, warum muss das sein? Die lesen doch auch die Akten. Also ich meine, die können doch mit den Menschen auch anständig umgehen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist nicht nach der Strafprozessordnung nicht üblich. Es gab mal einen Fall irgendwo in Deutschland und da hat der Vorsitzende Richter gesagt, unabhängig von der Tat- und Schuldfrage der Angeklagten sind hier Menschen zu Tode gekommen. Wir halten jetzt eine Schweigeminute. Also es ist schon üblich, dass man respektvoll und anständig mit Menschen umgeht und sie nicht anbrüllt. Ja, und das war, also Gott sei Dank gab es diese Berichterstattung und so ein Richter will ja auch in so einem geschichtsträchtigen Prozess nicht, dass so über ihn berichtet wird. Ja. Auf die Medien würde ich vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen, vielleicht nochmal zur Politik, weil Sie das ja auch schon angesprochen haben, Heike Kläffner, Sie waren ja ganz nah dran am Bundestagsuntersuchungsausschuss und haben da auch zum Teil mitgearbeitet. Es gab ja durchaus Handlungsempfehlungen, die aufgestellt worden sind. Ich weiß gar nicht, waren es 10 Punkte, waren es 20 Punkte? 50, Entschuldigung. Also es gab eine ganze Reihe an Punkten, die wirklich von der Politik, die die Vorgaben macht, erarbeitet.
ja, haben Sie das im Blick, inwiefern die Punkte, die dort angesprochen worden sind, ob da tatsächlich auch Konsequenzen draus gezogen worden sind? Es ist ja kompliziert, man muss ja wirklich dazu sagen, das ist der Bundestag und Justiz und Polizei sind Ländersache und so weiter. Also es ist ja sozusagen auch immer ein Kompetenzenwirrwarr zum Teil, bedingt durch unsere föderale Struktur. Also der Bundestag kann jetzt nicht sagen, ihr macht jetzt das so und dann wird das umgesetzt, aber trotzdem, ist da irgendwas durchgesickert? Naja, das ist wirklich eine interessante Frage, weil es gibt zwei Empfehlungen aus diesen 50, die wirklich was verändert haben und auch noch viel mehr verändern könnten, muss man sagen. Es gibt eine Empfehlung, die wirklich was verändert hat, nämlich die Veränderung der Zuständigkeit der Generalbundesanwaltschaft für Straftaten von bundesweiter Bedeutung. Das hat in einem ganz konkreten Fall dazu geführt, nämlich beim rassistischen Brandanschlag und Mord 1991 in St. Louis, wo es 30 Jahre lang immer so wie beim NSU auch den Verdacht gegen die Bewohnerin dieser Flüchtlingsunterkunft gab. Sie hätten auch irgendwas mit Drogen zu tun und ansonsten wurden die Ermittlungen dann auch nach 2 Jahren eingestellt, wo als der Generalbundesanwalt die Ermittlungen dann nach 29 Jahren tatsächlich aufgenommen hat, nämlich gegen den Neonazi und seine Freunde, die schon kurz danach als tatverdächtig galten, es dann nach 31 Jahren ein Urteil gegeben hat. Und zwar gegen den Neonazi, eben der 30 Jahre lang als Hauptverdächtiger von der Antifa benannt worden war. Das ist ein sehr krasses Beispiel dafür, wie diese Veränderung, die der Bundestagsuntersuchungsausschuss angeregt hat, nämlich dass das Gerichtsverfahrensgesetz geändert wird, und das Parlament hat es dann ja beschlossen, dass das tatsächlich Wirkung zeigen kann. Weil nämlich die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden im Saarland sich einfach überhaupt nicht mehr dafür interessiert haben, für diesen Mord und den versuchten Mord an 19 Bewohnerinnen dieser Unterkunft. Es gibt zwei andere Veränderungen, die eigentlich auch viel mehr bewirken könnten, als sie es dann faktisch tun. Und zwar ist es eine Veränderung, die der Gesetzgeber dann auch beschlossen hat, dass Rassismus, Antisemitismus und andere menschenfeindliche Tatmotive, wenn sie in der Hauptverhandlung festgestellt worden sind, strafschärfend bewertet werden sollen durch das Gericht. Und Zedda Bashayedis kann es eigentlich viel besser erklären als ich. Ich mache es nur mal an einem Beispiel deutlich, wie genau dieses Strafschärfende, was eben den Hintergrund hat, dass in den 1990er Jahren, als der NSU oder das Netzwerk sich politisiert und radikalisiert hat, genau eben auch möglich gewesen wäre, auch ohne diese Gesetzesänderung, wo das halt nie passiert ist, ja, also schwerste Gewalttaten, die Täter sind quasi straffrei davongekommen und haben sich weiter radikalisiert. Und jetzt gibt es, vielleicht können Sie sich daran erinnern, im Februar 2022, mitten in der Pandemie, gab es einen Angriff von 5 erwachsenen Personen auf eine Schülerin in Berlin, kurdischer Herkunft. Und diese 5 erwachsenen Personen greifen in einer vollbesetzten Tram, wo die Schülerin eine Maske getragen hat, diese 5 erwachsenen Personen nicht, greifen diese Schülerin an, beleidigen sie rassistisch, unter anderem, weil sie eine Maske trägt. Ja. Das Mädchen wird so sehr verletzt, dass sie ins Krankenhaus kommt und die Polizei kommt oder Polizeibeamte kommen und die Angreifer erzählen den Polizeibeamten, diese junge Frau habe keine Maske getragen, sei auf sie quasi dann auch noch losgegangen. Naja, und wie es dann zu den Verletzungen gekommen ist, blieb offen. Ja? Das war die Pressemeldung der Polizei. Die haben die Täterversion übernommen. Daraufhin hat sich die junge Frau verletzt aus dem Krankenhaus
über Instagram an die Öffentlichkeit gewendet und hat gesagt, hey, ich muss hier mal was richtig stellen. Und das hat einen ziemlichen Aufschrei gegeben, weil es eben mehr als 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU, würde man denken, dass die Möglichkeit, dass 5 Erwachsene, 2 davon einschlägig vorbestraft, eine Schülerin angreifen, kurdischer Herkunft, dass die Möglichkeit, dass es da ein rassistisches Motiv gibt, dass das mit ermittelt wird. Ja? Stattdessen wurde in der Pressemitteilung der Polizei komplett eben die Täterperspektive berichtet. Jetzt gibt es natürlich noch ein weiteres Problem. Wenn Ermittlungen schon so anfangen, dann landet es halt vor Gericht und das Gericht kann ja die Ermittlungsfehler, die am Anfang passiert sind, nur, das muss ja da wahrscheinlich, das korrigieren Sie mich, nur begrenzt wieder gut machen. Ja? Also, und faktisch ist es eben so, dass die Richterin so Äußerungen gegenüber der jungen Frau wie geh doch dahin, wo du herkommst, zum Beispiel nicht als rassistisch gewertet hat und die junge Frau dann erklären musste, warum sie das rassistisch finden würde. Und faktisch ist es eben auch so, dass diese Richterin darauf verzichtet hat, den Rassismus der Angreifer, also die haben auch rassistische Beleidigungen benutzt, strafschärfend zu werten. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie im Alltag eben institutionelle rassistische Vorannahmen gekoppelt sind tatsächlich mit einer Täter-Opfer-Umkehr, in dem Fall einer gravierenden. Und das hat gravierende Konsequenzen. Ja? Und um aber mal was, also eine positive Veränderung anzumerken, auch in Berlin hat vor kurzem ein Gericht festgestellt, dass die Frage, wo kommst du denn her, bei einer Polizeikontrolle, tatsächlich als eine rassistische Diskriminierung gewertet worden ist. Ja? Also es gibt auch Veränderungen, die kommen aber nur nicht überall an. Woran liegt es? Also kleine Anekdote, ich war neulich auf einer Tagung der bayerischen Justiz. Da waren gleich 2000 Parallele, waren so 50, na, es waren glaube ich fast an die 100 Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen und es war glaube ich einer der Staatsanwälte selber, der dann neben mir stand und sagte, ja, jetzt schauen Sie sich hier mal um, wie divers finden Sie das denn hier? Und tatsächlich war niemand mit zumindest mit ersichtlichem Migrationshintergrund. Ist das einer der Gründe, dass tatsächlich die staatlichen Institutionen halt einfach nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit abbilden, dass das viel zu langsam geht, dass sie das abbilden? Also das ist ein Problem, aber das ist keine Lösung, glaube ich. Ich habe mal diskutiert, ich war mal auf dem Podium mit einem türkischstämmigen Polizisten und ich sag mal so, das, was der von sich gelassen hat, also das war wirklich erstaunlich. Ich dachte eigentlich, er hätte es vielleicht besser wissen müssen. Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Aber klar muss die Polizei oder wenn es ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, klar, es gibt natürlich Leute, die ihre Erfahrungen auch mit reinbringen. Aber ich glaube, das ist einfach ein strukturelles Problem, unabhängig von der Herkunft. Oder ja, ich glaube, das ist damit nicht gelöst. Jetzt, ob ich ein Rezept dafür habe, also ich glaube, man muss in die Polizeiausbildung. Also ich war mal, tatsächlich jetzt ist mir eingefallen, bei der jungen Kripo mal eingeladen doch. Und da haben wir uns auch über solche Sachen unterhalten. Ich glaube, man muss in die Ausbildung gehen, man muss mit jungen Leuten sprechen. Und dieses immer, ich höre ja immer als Ausrede, ja, das ist ein Revier, was ein Schwerpunktrevier ist und dann kommen da manchmal so Sprüche und so weiter. Ja, wissen Sie, ich habe auch mit vielen Leuten zu tun, aber ich behandle sie trotzdem anständig. Ja, und das ist, glaube ich, also wenn man damit nicht umgehen kann, dann ist man vielleicht da nicht so gut aufgehoben bei der Polizei, weil das, die Polizei, wir haben ja gar keine andere Wahl. Also es ist ja die erste Anlaufstelle, wenn wir ein Problem haben und. Und deswegen, ich habe ja gesagt, wenn man Eid auf die Verfassung geschworen hat, würde ich gerne mal mit Menschen reden,
für welchen Schutz oder für welche Gruppen sie denn eigentlich denken, dass sie da sind. Ja, und also mich würde das persönlich angreifen. Also ich würde mich angegriffen fühlen, wenn Menschengruppen mit mir nichts zu tun haben wollten oder ja, also ob man sich selber nicht Gedanken darüber macht. Also ich habe kein Patentrezept. Also ich eigentlich bin ich jetzt gerade an einem Punkt, wo ich einfach richtig frustriert bin, weil ich rede ja über dieses Thema auch schon ewig. Und ich sehe da relativ wenig Veränderung und ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich denke, oh, es bringt jetzt gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Weil ich meine, ich war ja selbst auch betroffen, wie Sie das eingangs gesagt haben. Und mein Kind wurde einer Gefahr ausgesetzt und es hat fast für niemanden Konsequenzen. Ich habe damit abgeschlossen. Dann habe ich aber gedacht, diese ganzen menschenfeindlichen Sachen, die da ausgetauscht wurden oder antisemitischen, rassistischen und so weiter, wirklich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung echt nicht mehr vereinbar. In diesen Polizeichatgruppen. Genau. Das ist im Zuge der Ermittlungen, nachdem Sie ja die Bedrohung bekommen haben, ist das sozusagen aufgeploppt, hat man gefunden, dass es ging ja um einen Rechner in der Frankfurter Polizei, von dem aus Ihre Daten abgefragt worden sind. Und dann hat man sich die Beamten, Beamtinnen genau unter die Lupe genommen und hat dann eben Chatgruppen gefunden, wo wirklich widerwärtigstes Zeug ausgetauscht worden ist. Zufälligerweise waren diese Beamten eben auch in einer rechtsextremen Chatgruppe. Und als man mir das erzählt hat, habe ich noch gesagt, wissen Sie, wenn man manchmal sagt man vielleicht unbedachte Dinge, dann ist man jetzt nicht gleich ein Rechtsextremist oder ein Antisemit, habe ich noch gesagt. Und dann haben die Beamten zu mir gesagt, als sie mich das erste Mal informiert haben, nee, das geht darüber hinaus, glauben Sie mir. Und 3 Jahre später habe ich verstanden, um was es geht. Und ich habe damit abgeschlossen, dass das Konsequenzen haben wird, dass mein Kind einer Gefahr ausgesetzt wurde und nach wie vor einer Gefahr ausgesetzt ist, steht immer noch unter Polizeischutz, aber dass diese wenigstens diese eindeutigen menschenverachtenden rechtsextremistischen Chats, also die Inhalte, die da geteilt wurden, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wirklich nicht mehr vereinbar sind, wenigstens das Konsequenzen hat. Ja? Und so wie es aussieht, also 6 Jahre später, ich glaube, die werden vielleicht doch in den Polizeidienst wieder zurückkehren. Und da bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, das geht gar nicht so. Es ist halt, wissen Sie, jeder von uns, der in der Privatwirtschaft, sagen wir mal, irgendeinen Fehler macht oder so, der wäre schneller gekündigt als Beamte. Also die Strukturen selbst, die Aufarbeitung in diesen Strukturen findet einfach nicht statt. Man lässt das einfach liegen. Klar, es ist unangenehm, aber man darf es einfach nicht liegen lassen, weil einfach so viel Vertrauen verloren geht. Und ich meine, das sind ja Sachverhalte, die eindeutig sind. Ja? Also das sind wirklich Sachverhalte, die mehr geht gar nicht. Ja? Und selbst die kriegt man nicht aus dem Polizeidienst entfernt. Ich weiß, dass das ein unglaublich schwieriger und langwieriger Prozess ist, aber man hätte schon vor 6 Jahren anfangen können und das hat man nicht gemacht. Und deswegen bin ich jetzt gerade an einem Punkt, wo ich also extremst frustriert bin. Jetzt weiß ich aber auch, wissen Sie, Verbitterung bringt einen im Leben überhaupt nicht weiter. Man muss ja trotzdem irgendwie weitermachen, aber ich weiß es einfach nicht. Weil für mich war das wirklich so ein eindeutiger Sachverhalt, wo ich gedacht habe, also mehr geht nicht. Und selbst das hat keine Konsequenzen. Ich meine, es gibt gutwillige Polizisten, es gibt gutwillige Staatsanwältinnen und Richter, denen sind wir alle schon begegnet. Sie haben ja selber ja auch davon berichtet, dass diejenigen, die die Ermittlungen zum Teil geführt haben gegen die Frankfurter Polizisten, dass die sehr engagiert waren. Warum dringen die nicht durch? Also ist das ein Führungsproblem dann, oder? Also ich habe tatsächlich einen dieser Polizeibeamten beim LKA angerufen, der die Ermittlungen geführt hat, nachdem die Sache rechtskräftig abgeschlossen war. Und dann habe ich gesagt, Herr T., mein Name ist Bascha Yildiz und er sagte, ich weiß, wer Sie sind. Und ich sage, wir reden jetzt das erste Mal. Ich wollte Ihnen nur sagen, für mein Verständnis vom Rechtsstaat, für mein Vertrauen war es unglaublich wichtig zu sehen, dass Sie alles versucht haben, wirklich alles versucht haben, um diese Leute zu überführen. Dass es dann nicht geklappt hat, das ist jetzt eine andere Frage, ja, Unschuldsvermutung und manchmal reichen die Beweise nicht und man kann es nicht konkretisieren, aber er hat wirklich alles versucht und dafür möchte ich ihn einfach nochmal danken. Das habe ich gemacht. Und dann hat er mir erzählt, das wusste ich aber auch von anderen Prozessbeobachtern, wissen Sie, er ist in dem Prozess gegen diesen Berliner, der diese Drohschreiben mit diesen Informationen wohl geschickt hat,
Der ist der da als Einzige, der verurteilt worden ist. Der Einzige, der ist da als Zeuge benannt worden und ist von der Staatsanwaltschaft angegriffen worden. Wie häufig kommt es vor, dass der Ermittler oder der Ermittlungsführer, wie oft kommt es vor, dass die Staatsanwaltschaft einen Polizisten in einem öffentlichen Verfahren angreift? Und zwar sagt der Staatsanwalt zu ihm, das ist mir berichtet worden, ja, wenn Sie denn so überzeugt waren, warum haben Sie denn nicht dann Haftbefehl beantragt? Und dann hat er gesagt, wissen Sie, die Polizei regt Haftbefehle an. Anträge stellt die Staatsanwaltschaft, ja. Und dann hat er sich dann im Prinzip zurückgezogen. Also es gibt Leute, die richtig gut sind und alles versuchen, aber dann wieder auf Leute stoßen, die das halt nicht so sehen. Also es ist wirklich schwierig, aber für mich war es ein persönliches Anliegen. Also ich werde jetzt nicht, ich stehe da jetzt, es ist natürlich das Ergebnis ist unzufriedenstellend so. Aber ich weiß, dass dieser Beamte alles versucht hat und es hat eben nicht für eine Anklage gereicht. Gut, damit kann ich jetzt leben. Aber unstreitig, und diese Beweise sind ja gesichert, sind diese Nachrichten ausgetauscht worden. Dann muss es doch wenigstens dienstrechtliche Konsequenzen haben, weil sie können solche Menschen nicht auf die Menschheit loslassen. Es geht einfach nicht. Also von mir aus können die arbeiten, wo sie wollen, aber eben nicht bei der Polizei. Wenn sie so eine Einstellung haben und wenn sie teilweise den Staat auch so verachten. Ja, und da tun sich die Behörden unglaublich schwer. Also ich habe keine Lösung dafür. Ich würde gerne mal mit jemandem im Ministerium sprechen, der diese Fälle irgendwie betraut oder betreut. Und dann würde ich gerne mal fragen, sagen Sie mal, was denken Sie sich eigentlich? Was braucht es denn noch? Würde ich gerne mal fragen. Tja, sind leider heute auch nicht gekommen. Nee. Bevor ich jetzt dann gerne auch das Podium öffnen würde für Fragen im Publikum, vielleicht doch nochmal auch auf die Rolle der Medien. Also ich meine, wir haben ja im NSU-Komplex vor der Selbstenttarnung des NSU keine sehr rühmliche Rolle gespielt. Das Stichpunkt ist natürlich, also die Schlagzeile war eben diese Dönermorde. Ich glaube, es war sogar eine Münchner Boulevardzeitung, die zum ersten Mal diesen Begriff benutzt hat. Wobei es hier in München ja gar keinen Mord an einen Dönerimbiss gegeben hat, sondern es war ein Gemüseladen und ein Schlüsseldienst, aber okay, davon mal abgesehen. Hat sich denn, also vielleicht aus meiner eigenen Praxis, ich habe schon den Eindruck, dass jetzt innerhalb des Medienhauses, bei dem ich maßgeblich arbeite, beim Bayerischen Rundfunk, schon einiges geändert hat, an der Diversität auch. Also das muss man tatsächlich sagen. Unsere Volontärsjahrgänge sind auch voll mit Leuten mit Migrationshintergrund mittlerweile. Das wird ganz bewusst gefordert. Und man hat auch den Eindruck, wenn jetzt was passiert, dass man eine Gewalttat, dass man nicht automatisch dann immer gleich die Lesart sozusagen übernimmt, die durch zum Beispiel eine polizeiliche Pressemitteilung vorgenommen wird. Ein gutes Beispiel ist vielleicht jetzt auch, wir hatten ja erst vor wenigen Tagen hier in München einen rassistischen Überfall, einen Messerangriff, wo dann sofort natürlich wieder, Messerangriff, da können ja bloß Muslime oder die Messermänner oder wie es heißt, dahinter stecken und sich dann relativ schnell und auch klar auch in der Berichterstattung wiedergespiegelt hat, nein, das war ein rassistischer Angriff. Also wo man schon versucht, bewusst gegenzusteuern, also ohne jetzt meine Institution zu sehr zu bauchpinseln, würde mich doch vielleicht auch nochmal tatsächlich der Blick Ihrerseits interessieren. Haben Sie den Eindruck, dass sich da was verändert hat? Also tatsächlich gehe ich so dreimal im Jahr zur Deutschen Journalistenschule und rede mit jungen Leuten und auch über diesen Begriff Dönermorde und sage dann, der Sohn von Enver Şimşek hat gesagt, mein Vater war kein Döner, er war ein Mensch. Und dann rede ich mit denen darüber, also zum Beispiel auch, wenn die Polizei sich oder Staatsanwaltschaft, ist ja beides gleich hinstellt nach einem Attentat oder und sagt nach einem Anschlag, es gibt keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder ähnliches. Das ihr zum Beispiel zu übernehmen, sondern immer kritisch zu hinterfragen, weil ich meine, wenn das am Ende so ist, ist es ja in Ordnung, aber wie kann man denn, die Tat ist gerade geschehen, ja, wie kann man sich denn da hinstellen und dann sagen, wir haben keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund, ja, ermittelt doch erstmal. Also ich meine,
lasst euch doch mal Zeit, ihr müsst das doch nicht sofort sagen. Es kommt immer unisono, wir haben keine Hinweise auf den politischen Hintergrund, sondern vielleicht ist es politisch korrekter, wenn man sagt, wir ermitteln in alle Richtungen, meinetwegen, aber doch nicht gleich sagen, wir haben keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat. Ermittelt erstmal, ihr habt noch keinen Rechner ausgewertet, kein Handy, kein gar nichts, keine Vernehmung durchgeführt, steht aber schon da und erzählt keinen politischen Hintergrund. Das muss man kritisch hinterfragen und das ist auch die Aufgabe von Journalisten. Und ich meine, dieser Begriff Dönermorde kommt tatsächlich von der Nürnberger Zeitung, die das dann halt von der Polizei übernommen haben. Und dann sage ich, gucken Sie mal, was dieser Begriff mit Menschen gemacht hat. Also mein Vater war kein Döner. Also ich meine, Sie haben eine Verantwortung. So, und wir reden auch über viele Sachen, zum Beispiel über die Unschuldsvermutung, dass natürlich die Unschuldsvermutung auch für, sage ich mal, Täter gilt, dass man nicht so voller Überzeugung sagt, manche sagen ja, ich bin total überzeugt, der hat das jetzt getan. Und dann sage ich, waren Sie dabei? Also ich meine, der ist vielleicht, das Verfahren ist eingestellt worden oder ist freigesprochen worden oder. Also ich meine, dieses immer sich so schnell festlegen auf etwas, das muss halt hinterfragt werden. Also ich persönlich gehe auf, wenn ich eingeladen werde, werde ich ja jetzt dreimal im Jahr auf die Deutsche Journalistenschule und erzähle einfach die Perspektive der Opfer, wie das halt, was das mit denen macht. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch bei der Polizei eingeladen würde, kommt aber nichts zu. Ich gehe in Schulen, demokratische Werte verteidigen, also es ist wirklich sehr interessant. Ich war bei einer Schule eingeladen, nach dem Mord von Walter Lübcke wurde eine Schule in Walter-Lübcke-Schule umbenannt auf Initiative der Schüler. So, und die hatten mich dann eingeladen in der Oberstufe zu einem Gespräch zu demokratischen Werten. Unglaublich, was die sich für Gedanken machen. Ich glaube, da muss man ansetzen. Ja? Und also es gibt verschiedene Wege. So. Und ja, jetzt muss ich auch noch arbeiten, also so viel kann ich nicht leisten. Es muss auch von der anderen Seite eben auch die Bereitschaft da sein, das aufzuarbeiten. Jetzt nochmal zur Polizei zurückzukommen, um die Strukturen. Und das passiert halt nicht. Ja? Und wenn die das nicht wollen, wie soll man das aufarbeiten? So. Heike Kleffner, ich meine, als Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Opferberatungsstellen, da dürften Sie einen ganz guten Überblick haben darüber, wie sich da etwas in der Polizeiarbeit, in der Arbeit der Staatsanwälte, aber vielleicht auch in die Rolle der Medien verändert hat. Kann man da, ich meine, es ist natürlich schwer, jetzt da pauschal was zu sagen, aber können Sie da was in der Entwicklung feststellen? Naja, ich würde tatsächlich sagen, dass es, also es lohnt sich in Bayern, das wissen Sie wahrscheinlich alle, die hier im Raum sind. In München gibt es ja die Opferberatungsstelle BeFor, die auch Antidiskriminierungsberatung macht und bayernweit macht das Bund Bayern. Und ein Blick in deren Chroniken und Vorfallsmeldungen zeigt eigentlich, wie viel noch zu tun ist. Ja, also wie häufig eben insbesondere bei rassistisch motivierten Angriffen, insbesondere auch Geflüchtete, die Erfahrungen machen von institutionellem Rassismus. Und das beschränkt sich dann eben leider nicht ausschließlich auf die Ermittlungsbehörden, sondern eben geht weiter in die Ausländerbehörden oder eben in die zuständigen Asylverfahrensbehörden. Und das, da finde ich wirklich, wir sind im Jahr 2024, da muss sich was ändern. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich durchaus sehe, und ich mache ja Lesungen mit den Büchern, die eingangs erwähnt wurden, sind immer Polizistinnen und Polizisten in Zivil in den Lesungen, die sagen, ja, so wie es beschrieben ist oder auch wie Seda Bashayir das ihre eigene Erfahrung beschrieben hat, so ist es und es ist eigentlich noch viel schlimmer. Und wenn wir das aber intern kritisieren, dann gelten wir als NestbeschmutzerInnen und werden eben mit Verfahren überzogen. Mobbing ist häufig eine Reaktion. Der berühmt-berüchtigte Chorgeist, oder? Den ja, genau. Und das ist halt klar, es hat tatsächlich was mit Führungskultur zu tun.
Und die kann eben so oder so gehen. Und wenn ich in Ostdeutschland mit Polizistinnen spreche, dann und dann Beamte sagen, ja, ich weiß, wenn hier die AfD das Innenministerium übernimmt, dann wird auch meine Tür mit als erstes eingetreten von den Kolleginnen. Dann ist eben auch klar, es gibt Polizistinnen, die tatsächlich für demokratische Werte einstehen und die dafür auch wirklich Konsequenzen befürchten, ja, von den eigenen Kolleginnen und die das auch schon erfahren haben. Und alle Studien, die wir gesehen haben bisher, also in Hessen beispielsweise oder auch die Megafo-Studie, die ja der Innenminister Seehofer eigentlich nicht wollte, aber dann sozusagen in veränderter Form eben jetzt gibt es sie eben doch durch die Deutsche Polizeihochschule, zeigen uns ja, dass Polizistinnen beispielsweise von Erfahrungen von Misogynie und Sexismus berichten, dass Polizistinnen von Rassismus intern berichten. Und es muss sich was ändern. Und das hat was mit Führungskultur zu tun. Und es hat auch was damit zu tun, der Mehrheit eben, die für diese Demokratie einsteht und die für einen Service, für eine Dienstleistung einstehen, unabhängig von der Person und von der Herkunft von der Person, auch den Rücken zu stärken. Ja. Vielen Dank bisher. Erstmal, wie gesagt, ich würde gerne das Podium aufmachen. Falls es Fragen, Anregungen, auch Stellungnahmen zu dem Thema gibt, dann sind Sie jetzt hiermit gefragt. Natürlich alle herzlichen Dank an meine beiden Gäste hier oben, Seda Bajelis und Heike Kleffner.